Ich hätte gerne hier, gut, da kann ja eigentlich auch eine Wand sein, das kann man ja so lassen, das ist ja nicht weiter tragisch. Genau, so machen wir das. Und zwar, wie fangen wir da jetzt am günstigsten an? Ich füge mir erstmal nochmal ein Cube. Z. Wahrscheinlich wird das jetzt ganz furchtbar, wie ich das mache. Ich habe jetzt ziemlich spontan gerade gar keine Idee, wie ich das machen soll. Im Speziellen. Mal sehen. In etwa so vielleicht, ups, halbe Höhe, sowas in dem Dreh. So stelle ich mir das vor, genau. Wir basteln uns ein Haus. So, das wird jetzt wie so eine Art Terrasse, die ich hier vorziehe. Mal gucken, ob das von der Breite so schön ist oder nicht. Das müssen wir dann mal gucken, ob uns das so entspricht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß immer nicht, was ich alles dann schon gesagt habe. Wenn ihr Vorschläge habt, ich kann sie dann nicht in der nächsten Folge direkt umsetzen, aber haut mir einfach Dinge rein, wo ihr sagt, das würde vielleicht noch gut aussehen oder so. Und ich lese das ja in dem Moment, also jetzt beispielsweise, wenn morgen das Video online gehen würde, dann lese ich das ja dann morgen auch. Und dann kann ich es schon in der aktuellen Folge, die ich dann sozusagen aufnehmen würde, mit umsetzen. Ne? Also ihr wisst, wie ich meine. Oder wenn ihr sagt, ich würde mich freuen, wenn du das und das vielleicht noch reinbaust oder mach doch mal dies oder jenes. Da würde ich mich freuen. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Alles einfach in die Kommentare. So, wir machen das jetzt hier wieder geometrisch. Oder warte mal, machen wir es geometrisch richtig. Zack, dann würde da oder ist das zu klobig? Ups. Auch die Frage. Vielleicht ist die Terrasse an sich. Ah nee, weißt du, was wir machen? Das ist dann noch viel geiler. Moment. Wir machen das so. Und ich denke, das sieht noch viel geiler aus. Wenn wir das einfach ein Stück anheben, dann hat es auch so ein bisschen mehr Terrassenfeeling. Vielleicht. Ich muss noch mal kurz gucken, wo hier die Höhen so alle sind, die Fenster sind da. Ja, gut, lassen wir so. Und hier könnten wir jetzt theoretisch, ich mache das mal so, was könnten wir da nehmen? B-b-b-b-b. Ja, nehmen wir einen Zylinder. Was soll's, machen wir hier 8. Sollte eigentlich reichen. Gipfel. Ach, das ist, glaube ich, das, was ich letztens meinte. Ups, so, zack. Das wären jetzt einfach so eine Art Stützstreben, die ich hier mir zusammenbastel. Natürlich jetzt auch die Frage, wie groß man die macht. Also so groß natürlich nicht. So. Zack, die stehen hier. Ich mache die mal ein bisschen tiefer, das ist dann ja eh unterm Boden, das ist ja egal. So, die ragen natürlich hier rein. Gehen mal kurz in den Face Mode. Wählen hier die Faces aus, löschen die raus. Die brauchen wir nicht. Genauso eigentlich auch, obwohl, nee, hier unten brauchen wir die drin. Denn könnte sein, dass da mal einer drunter guckt. Sozusagen, dann braucht man die dann natürlich drin. Und hier, wie machen wir das jetzt? Wir richten den erstmal aus. Und ich würde sagen, jetzt machen wir das vielleicht geometrisch auch in etwa richtig. Seite 3. Mal gucken, ob das hinhaut. Wäre dann hier. Ja, haut nicht ganz hin. Aber ja, fangen wir mal auf der Seite an. Ich weiß nicht, ob wir das da am. Ja, doch, den brauchen wir da, sonst sieht das, glaube ich, nicht gut aus. Wir machen es mal alle drei. Ups. So, dann sind zwei dazwischen frei. Der,
zwei dazwischen frei und der, zwei frei und der, zwei frei und der. Genau so machen wir das. Moment mal, wieso ist denn das hier so lang eigentlich alles? Da ist doch etwas nicht in Ordnung. So lang brauchen die ja gar nicht sein. So in etwa. Wie gesagt, stehen ja dann eh auf dem Boden. So, ich weiß nicht, ob man das jetzt so als Terrasse durchgehen lassen kann. Oder machen wir die oben hin? Ne, ist eigentlich auch scheiße, oder? Ich muss mir mal hier die Pläne reinholen. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Sieht man da was? Nicht wirklich. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Also wie gesagt, eine Sache wissen wir, hier kommt die Tür rein, dann später. Das kann ich schon mal mit Bestimmtheit sagen. Aber wie hoch machen wir jetzt die Terrasse? Das ist die Frage. Lassen wir die so und machen da das jetzt so weiter? Oder machen wir die höher? Ich lasse die jetzt erstmal so. Ihr könnt mir sagen, was ihr davon haltet. Und das kann man ja dann immer noch verändern. Zack, zack. Ach man. Cursor to selected. Obwohl, wir machen dann mal gleich mit hier rein. Ich hau jetzt da einen Cube rein nochmal. Oh, Überraschung. Und jetzt weiß ich gerade nicht, wie machen wir das am geschicktesten. Ich würde jetzt gerne erstmal kleiner skalieren natürlich. Hier so eine Art Treppe hinbauen. Wie baut man eine Treppe? Einfach nur so kleine zwei Stufen. Vielleicht, das müsste eigentlich. So müsste das ja eigentlich reichen. Ich brauche das mal hier zum Abschließen. Zack. Dann müsste das eigentlich so funktionieren. Ich denen erstmal eine ähnliche Länge und der müsste eigentlich auch noch ein Stück breiter hier an der Stelle, oder? Der noch ein Stück breiter. Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ist jetzt ein bisschen Munkemurre hier die Arbeit, muss ich sagen. Dann reicht es trotzdem noch nicht ganz. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, worauf ich hinaus will. Wir müssen das jetzt nur noch hier in Perfektion irgendwie verbessern. Mal den noch ein Stück höher und den noch ein Stück runter. Da müssten wir es ja eigentlich haben. Ich muss mal kurz eine Pause machen. So, und weiter geht's. Musik. Ja, die Treppenproblematik. Wie machen wir das? Ich würde es ja am liebsten mit dem Array machen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber, es ist noch nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Was ist, wenn ich hier, wenn ich das so mache? Ich lösche den mal raus. Steuerung L. Muss der überhaupt bis da oben gehen? Ja, das muss er. So 1, 2, 3, 4, das wären dann 4 Stufen.
Oder wenn. Nee, wären drei Stufen. Aha! Aber so ist es auf jeden Fall schon mal besser. Ach ja, das endet ja hier. Ja, richtig. Ich bin vielleicht ein Idiot. Das heißt, das müsste ein Stück so. Das müsste ein Stück so. Habe ich jetzt den richtigen? Aber ist doch trotzdem zu groß, oder nicht? Ist doch trotzdem zu groß. Müsste der runter. Es ist schwer, sowas, muss ich sagen. Also vor allen Dingen, wenn man sich so kompliziert macht wie ich gerade. Aber so dürfte es eigentlich gehen, ne? Ja, na klar, so machen wir das. Wupp, 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 Opa im Gangnam-Style. Jetzt ist nur die Frage, wie lang machen wir die Treppe? Ist ein bisschen mehr, ein bisschen über der Hälfte. So vielleicht. Ja. So kann man das doch vielleicht lassen. Zack. Und zack. Steuerung A. Na, sag mal. So. Machen wir das so. Vielleicht, obwohl ist ja schon relativ mittig. Und das ist doch ganz hübsch, wie ich finde. Da wäre dann der Aufgang sozusagen. Ja, so kann man das doch auf jeden Fall lassen, oder? Was meint ihr? Also unabhängig von dem, was ihr jetzt dann in die Kommentare schreibt, lasse ich das jetzt erstmal so, weil ihr könnt ja gerade noch nichts schreiben. Ich bastel ja noch. Haha. Und jetzt machen wir das so. Zack. Jetzt geht es nämlich schon wieder los. Jetzt ist nämlich schon wieder die Frage, wie hoch muss das sein? So wahrscheinlich. Schauen wir mal, hier ist ein Fenster. Ne, es muss ein Stück runter. Bis hier ungefähr, bis zu diesem Strich. Ja. Ich hoffe, dass das echt von den Relationen hinterher alles so passt. Nicht, dass wir dann da noch irgendwelches komisches Geraffel haben. Was soll da eigentlich hinhauen? Was ist eigentlich mit der Musik? Was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Wop, wop, wop. So. Machen wir erstmal so die Verbindung vielleicht. Und machen dann hier hinten noch einen hin. Über den Kollegen. Und fertig. So. Jetzt ist die Frage aus der autografischen raus. Sieht ganz gut aus. Ja. Oder sind die hier zu klobig, die Teile? Was meint ihr? Ist jetzt die Frage. Lassen wir die. Nee. Oder? Ich würde die vielleicht doch gerne anders haben. Ich will die nicht rund haben. Ich will die eckig haben. Dazu nehmen wir einfach mal 1, 2, 3, 4. Duplikaten die nach hier. Schließen die. Das jetzt funktioniert. Ja. Obwohl wir das Face ja eigentlich gar nicht brauchen. Ach shit, jetzt habe ich schon mal vergessen, bis zu welcher Linie, verdammt. Nochmal schnell gucken. Bis. Mein erstes Fenster. Bis hier. Nee. Doch bis hier. Wupp, wupp. Nein, jetzt habe ich schon mal vergessen.